So, der nächste Tag, das ist Freitag. Ja, und heute fahren wir dann mit der Bahn nach Putbus. Mal gucken, was da ist, ja. Ja, ich weiß aber nicht, ich glaube, eine Taste geht nicht richtig, ja. Ja, mal gucken, okay. Ah, oh, wird sich selber einen Tut bauen, ja. Ja, kann die Tochter viel besser, glaube ich. Wie heißt du denn? Sag mal. Ah, Schuf, ja. Und da kommt unser Bus. Ja, wir fahren jetzt mit dem Bus. Ah, ne, jetzt ist der Bus weg. Oh nein, der Bus ist weg. Oh je. Ah, da kommt er wieder. Ah, ne, jetzt fährt er weg. Der will uns nicht mitnehmen, nein. Ja. Ja, alle sind dabei. Rudel ist komplett. Ja, ja, eigentlich sind wir zu zweit. Also zwei Gruppen. Drei Gruppen, aber zwei fahren jetzt, ja. Große war noch mal Wolf früher, oder? Nee, ist er jetzt Katze? Das weiß ich nicht. Warst du schon immer Katze, ja? Ich. Ah. Natürlich. Mhm. Habe ich den schon mal gesehen? Das kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor, nein. Na du. Moment. Und jetzt sind wir hier auf dem Bahnhof. Hat es ja doch geschafft, ja. Mm, ja. Und der Tiger. Und hier sind Jutta. Ach, der blockt selber. Ja, und hier ist auch noch einer. Und da ist auch der Catnip. Der Catnip, yay! Ah! Oh, oh, oh. Der Puzzle ist auch da, ja. Aua. Da müsste die Loch da ein Glöckchen. Ich habe ein Glöckchen. Eine blaue. Das ist ein Mädchen von jemandem, die Tochter. 12 Jahre, glaube ich. Ist ja schön. Ja. Oh, fast 12 Jahre. Ist ja schön. So. Ja, muss noch mal alle drauf haben. Ja. Oh, du kannst deine Augen verändern. Ui. Ja. So, dort steht Augenliebe. Ah. Oh nein. Ja. Er reißt die Augen nein, ab. Warum? Oh. No. Da fährt der Zug weg. Muss man nicht da einsteigen? Nein, ist es nicht. Setz ihn einfach hier rein. Ja, alle so viele. So viele, ja. Danke, danke, danke. Ja. Dann machen wir so. Ja. Ja, jetzt sind wir hier im Bistro. Ja, Bistro. Hm, ja, da kann man hier so einen Tisch. So. Da kann man sitzen und was essen. Aber die Essbude ist zu, ja. Ja. Aber hier ist kaum Platz. Nein, da müssen wir nach vorne. Ja, da kommt der ganze Kopf.
Vollmond entgegen. Ja. Müssen wir mal hingucken. Ui, jetzt kommt die Dampfwolke. Jetzt ist das. Ja, es ist ein Bootbus. Alle mal. Aber hier soll auch ein Spielzeugmuseum sein. Ja. Aber erst mal alles. Und hier ist noch ein Schienenbus. Ja. Sehr schöner Anblick. Ah, die Schranke ist und deswegen kann man jetzt nicht weiterlaufen. Das geht nein. Ja, das ist die Stativ leider vergessen. Ja, jetzt muss ich das hier an die Bank irgendwie setzen oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, jetzt latschen wir hier den Berg hinauf. Ja, Rügen hat auch einen Berg, ja, einen ganz kleinen, ja. Vielleicht auch einen etwas größeren, ich weiß es nicht. Aber es ist schon ein bisschen steil hier, ja. Ein bisschen? Ein bisschen steil, so. Ja, hier ist ein Auto, ja. Hui, ja, da rennt aber einer wieder. Hui! Der hat es aber flott, du, wie wenn es bergab geht. Ah, wie im Kasten. Ja. So, jetzt sind wir hier oben auf dem Berg in so einem Park und schauen uns ganz entzückt diesen Mast an. Mal gucken, was das ist, ja. Auf jeden Fall ist es sehr grün und viele kleine Häuschen sind hinterherum, ja. Oh. Ja, aber ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Da müsst ihr mal recherchieren, ja, recherchieren. Ja, hier ist so eine Tafel, da könnt ihr mal lesen, was da alles draufsteht. Da müsst ihr Standbild machen, so schnell kann ich gar nicht jetzt die Kamera ruhig halten. Okay, jetzt ist es auch. Das war aber nur der Anfang vom Park. Oben ist ein Schild, da kann man mal lesen, wo es lang geht. Und dann ist hier noch der Park. Können wir jetzt gerade machen. Ja, hier ist noch so eine Steinplatte, da kann man den Park genau sehen, ja. Ja, ja. Das ruht schon wieder. Es geht weiter. Ja, ja, wir müssen weiter. Weiter in den Park. Und der Tiger frisst seinen Ventilator. Ja, die Hütte habe ich doch schon drauf. Das sieht man jetzt gar nicht mehr. Juhu. Ja, schönes Motiv. Ja. Gut. Und so sieht das ohne Shooter aus. Ja, da sind sehr viele Bäume, wo dann so Sachen reingeschnitzt worden sind mit Hasen und Skulpturen und alles mögliche. Da muss man den Weg lang gehen. Wir gehen aber da hinten lang und wir müssen ja auch noch da lang gehen, wo die Skulptur ist, ja. Sonst verlieren wir die anderen alle, ja.
Ja, es gibt so vieles hier im Park zu sehen. Ja, da könnten wir ja eigentlich auch mal reingehen, ne? Aber das ist ein bisschen weit weg. Wir gehen jetzt erstmal weiter hier lang. Oh, da guckt ja auch ein Bär an der Mülltonne hervor. Hä? Ist er der Zoo? Ja? Ja, und hier sind so Strandkörbe, ja. Da kann man hier auch so leckeren Kaffee holen und sich hier hinsetzen. Oder ein Eis. Oder irgendwas, ja. Genau. So. Und da kann man auch ein bisschen spielen. Ja, aber die Sonne scheint und dann ist es auch schön, ja. Ja, Rügener Suppe und was? Zeugmuseum, ja. Spielzeugmuseum, so. Und hier ist die Affenbar. Hey, den Teddy habe ich doch auch. Kommt alles bei YouTube, ja. Ist kein Livestream, nein. Guck mal, so eine Straßenbahn habe ich auch in Spur 5 Zoll. Nein. Mhm, da auch kannst du sogar mitfahren. Komm, ein kleiner Sitzwagen hinten dran. Ich will noch filmen. So. Einmal Bockwurst mit Brot, einmal Bockwurst. Ja, hier gibt es ganz viele Sachen, die man früher mit spielen konnte, ja. Puppen und Spiele Museum. Ja, ich hatte immer so einen Puppenherd gehabt, aber der ging richtig mit Strom, ja. Ja, aber ich wollte eigentlich gar nicht mit kochen. Ich wollte eigentlich nur den Wachs schmelzen für meine Zinnsoldaten. Also Wachssoldaten habe ich gemacht. Ich habe Wachssoldaten gemacht. Oh, ist der Rundgang denn in die Richtung oder hier rum? Hä? Wo geht denn der Rundgang los? Ich glaube, wir rennen in die falsche Richtung, weil ist doch immer der Rundgang rechts. Hier, ne? Ja.
ist ein richtiges Labyrinth hier. Das ist ja so viel.
viele Spazierstöcke. Es ist alles sehr eng hier, ne? Man kommt hier kaum durch. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schon alles gesehen, ja. Was ist da hier am Eingang? Was ist das? Was haben wir schon alles? So, hier ist noch Postels Waffel, der hat Hunger, der muss was essen. Habe ich das gar nicht gefilmt die ganze Zeit? Nein. Ist ausgegangen. Und
Naja, auf jeden Fall hat man hier einen schönen Blick. Und das Klavier. Na, Schiffchen. Ja, was kommt denn da? Eine Maus. Eine Kuschelmaus? Hä? Ja, hier kann man auch ein bisschen Kunst bewundern, so, ja. So was hier zum Beispiel. Kannst du das doch alle hinzufügen? Oder da. Ja, und jetzt gehen wir nochmal gleich hier ein bisschen spazieren. Und um den Teich herum. Da schläft schon einer. Der Matsch? Very much, yes. Ja, hier nur auf meiner Seite ein bisschen. Ja, da kann man hier schön liegen. So. Ah. In den Matsch. Okay. Oder leg die Füße hoch. Fertig! Kuschel! Ja, du bist auf deiner Seite im Matsch, da musst du aufpassen mit den Füßen. Und jetzt laufen wir hier die Treppen hoch. Und jetzt machen wir wieder ein Gruppenfoto, glaube ich, oder auch nicht, auf dem See. Hier wird wieder ein Film gemacht, an diesem Gebäude. So viele Gruppenfotos wegen den ganzen Kulissen hier. Hm, ja. Das ist schlimm für ja heute hier. Und da hinten waren wir ja, da waren wir ja. Puschel gibt Regie diesmal, weiß nicht warum, keine Ahnung. So, jetzt steigen wir noch diesen Berg hinauf, um dieses komische Gebilde zu betrachten. Es könnte sich um ein, weiß ich nicht, Aquädukt, nee, gibt's gar nicht, nein. Nee, das ist ein altes Tigerdenkmal. Ah, ja. Ist ja 1940. Ja, müsst ihr mal nachrecherchieren, ja. Hab schon wieder was zur Aufgabe, ja. Immer müsst ihr was recherchieren. Aber es ist nicht schlimm, wir müssen laufen. Das ist, glaube ich, anstrengender. Ah. Ja, jetzt sind wir da. Was immer es ist. Pass auf, wenn man hier runterfilmt, so ins Tal. Ja, ins Tal. Hier an der Seite stellen wir halt drauf unseren Helden. Ah. Ja, und das ist der alte Stahlhelm von damals. Mhm. Dieser. Ja. Könnten sie ein bisschen besser fliegen, hier das Ding. Ja. Und da der Blick ins Tal. Oh, bleib mal so. Was für ein Erlebnis?
Ja, und jetzt ist er wieder zurück, ja. Soll ich wieder aufmachen? Nein, nein, alles oder, gut, oder, ja. Oder kommen, ja. Hallo, ihr Lieben. Ich könnte ja wieder retten. Okay. Man kann sich auch neben den Teddy setzen. Da muss man mal gucken, dass man Ersatzteile kriegt, ne? Oder selber anfertigen. Ja, und wenn ich halt zu Ende ist, dann geht sie wieder zurück in das Rad. Ich kenne das Stück überhaupt gar nicht. Es hört nicht auf. Jetzt ist gesprungen. Nehme ich gleich, danke. Könnt ihr ruhig da hinstellen. Hey, wo will er denn hin? Sie dreht sich ja wie ein Drehwurm. Kommt der Körper an, wenn er? Kann man was drücken und so, wa? Ich glaube, das sind so zwei Lieder. Was ist ein Jazz? Und jetzt lassen wir mal eine leckere Waffel essen und dann geht's gleich wieder zurück zur Dampflok. Das mit diesem schönen Blick aufs See. Ja, jetzt geht's nach Hause. Foto, Motiv, alles Stativ. So, jetzt sind wir wieder am Bahnhof, ja, und da müssen wir jetzt gleich in den Zug einsteigen und dann fahren wir wieder zurück, ja. Wie ein Regionalzug, nur in kurz. Und jetzt ist die Schranke runtergegangen und jetzt warten wir, bis der Zug vorbeifährt. Das war's. Dann geht die Schranke gleich wieder auf. Wenn sie nicht kaputt gegangen ist, weil ein Fussel damit gespielt hat.
Und jetzt sind wir da. Ankend. Und hier ist noch der Dealer, Stan. Ja. Der erste in Cora. Leider kann ich nicht mehr. Ist dein Shirt eigentlich UV? Ja. Hast du eine UV-Lampe? Bleiben wir die mal kurz vom Display? Gut, schau ich da auch. Ja, man muss ja wissen, was man hier alles kaufen kann. Sind restlich Fisch. Aufgefressen hier. So. Ja, doch, so. Ja. Ja, könnte man rumlaufen. Ja. Die sind super, wenn man im Auto als Beifahrer. Ja, das stimmt. Als wir von der EF zurückgefahren sind, hat er sich das Ding auf den Kopf gesetzt. Er hatte auch einen eigenen. Und hat sich auf den Kopf gesetzt und. Richtig, so wie gerade über Kuba. Und dann hinten, weißt du? Der hält da seinen Kopf dran fest und dann sagt er so. Also ich würde das nehmen, wenn es fertig wäre. Alles klar. Soll ich dir fix fertig machen? Welchen willst du? Willst du den oberen oder den unteren? Weißt du? Natürlich. Bei dir wird es also bei mir darf man alles anfassen. Aber bis auf das Donut Church. Genau, das da ist die Vorsicht. Das ist super instabil hier. Ja. So. Soll ich das mal stabiler machen? Ich habe keine Bauteile mehr. Ah, okay. Das wird momentan von einem Beutel voller Bananenstöcke.
Ja, solange es hält. Und die Äpfel gibt's als Nachtisch, bevor wir dieses leckere Ravioli-Gericht und aufgepimpte haben hier. Lecker, lecker, lecker. Mit Käse und mit Tomaten aufgepimpt.